Hallo und herzlich willkommen! Starbound Suchtman meldet sich zurück zum Dienst. Ja, ich nehme gerade schon wieder viel mehr Starbound auf, als ich in Anführungsstrichen müsste. Aber Grund dafür ist ein ganz, ganz simpler. Es macht mega Spaß. Es macht einfach nach wie vor mega Spaß. Ich mag dieses Spiel so gerne. Ohne, dass ich irgendwie sagen könnte, warum eigentlich. Ja, die Öllaterne, die sieht auch ganz nett aus. Und wisst ihr was? Spontanoman schlägt jetzt auch einfach mal zu. Wir machen jetzt mal einen Ausflug, würde ich sagen. Wir machen jetzt mal einen Ausflug. Wir haben viel getan, viel gemacht. Wir waren viel hier am Haus aktiv. Wir haben viel um uns um das Feld gekümmert. Und jetzt machen wir einfach mal einen Ausflug. Setzen uns mal in Bewegung und versuchen einmal den kompletten Planeten zu umkurven. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wir versuchen das Ganze jetzt, wie gesagt, einfach mal. Ups, ich war wieder zu ungeduldig, ich weiß. Ich bin ein sehr böser Mensch. So, was haben wir? Wir haben 19 Salves, 31 Fackeln. Wir sollten eigentlich alles haben. Und dann würde ich sagen, raus aus der Comfort Zone, rein ins Abenteuer. Auf geht's. Einmal rund um den Planeten und dafür ziehen wir natürlich unser schickes Abenteurergewand an. Das ist ja klar. Das macht doch ordentlich was her. Und los geht's. Einmal rundherum. Das ist das Ziel. Wenn wir irgendwann wieder bei unserem Haus ankommen, dann sind wir fertig. Haben wir eigentlich irgendwie Pfeile, die wir craften müssen oder so? Ach, die Energieleiste. Mhm. Dafür ist die also da. Aha. So. Oh. Okay. Das war nicht schlecht. Aber der hat jetzt kein Fleisch gedroppt, der Sack. Boah, guter Schuss, mein Freund. Muss ich mich ja gerade mal selbst loben. Konntest du den denn verfehlen jetzt? Eieiei. Sorry. Der hat Fleisch fallen gelassen. Raw Poultry. Was heißt das? Der war ja eigentlich süß. Der hat uns auch, glaube ich, gar nicht angegriffen. Might wanna cook it first. Ja, das... Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. So, hier waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Waren ja schon mal ein Stück unterwegs. Auch diesen Brunnen haben wir schon gesehen. Ja, hier haben wir uns auch mal hochgebaut. Das sieht sehr nach mir aus. Was haben wir hier? Da ist ja auch irgendwas. Reis. Ah, okay. Nehmen wir mit. Kann ja nicht schaden. Huch. Na gut. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Hat er nochmal Glück gehabt. Ja, na klar. Ich konzentriere mich da auf den einen. Und derweil kommen von hinten 10 andere oder was? So läuft das jetzt hier also. Und ich treffe nichts. Eieiei. Ja, und jetzt kommt er angeschissen. Ich halte es im Kopf nicht aus. Hä? Wieso ist der jetzt tot? Living Root. Ach, weißt du was, Alter? Geh weg! Geh weg! Geh weg! So. Jetzt ist mir aber eben der Geduldsfaden geplatzt. So. So, können wir uns jetzt hier ein Bett craften eigentlich? Nee, ne? Dafür bräuchten wir Gedöns. Oh je. Ja, dann craften wir uns halt so ein Table, wenn es denn sein muss. So, muss ja wohl sein.
Haben wir jetzt so ein Ding auch nochmal für die Reisen. Ist das nicht toll? Ich weiß, nein, es ist nicht, aber... Tja, so läuft's halt manchmal. Manchmal muss man auch Dinge tun, die nicht so toll sind. Was ist denn da links? Ach, das ist die Fackel. Das ist tatsächlich... Upsala, das ist tatsächlich die Fackel. So, können wir das jetzt hier bitte hinstellen? Ich danke dir, Spiel. So, dann brauchen wir das hier. Nicht das falsche craften, das wäre ärgerlich. So, dann können wir das Ding auch wieder abbauen. Upsa. Und nehmen das hier mal auf. So, dann können wir uns ein Wooden Bed nicht craften. Ich kotze. Ich kotze wirklich im Strahl. Naja, dann, ja, gut, dass wir gut vorbereitet sind. Also ein Bett hätte ich mir craften müssen. Einfach, um einfach an Energie zu kommen. So, ich klopfe jetzt mal hier den Baum um. Ist mir jetzt ganz egal. Das klappt ja alles super hier. Meine Güte. So, jetzt kann ich das hier hinstellen. Ich drehe durch. Okay, Rope stellen wir her. Rope, Lamp Oil. You want it? It's yours, my friend. As long as you have enough rubies. Boobies. So, Entschuldigung. Ich, keine Ahnung, ob ihr wisst, was das für eine Anspielung ist. Might be not. Ja, so redet man nämlich Englisch heute. So. Bitte einmal 10 Stück hiervon. So. Hat es auch eine Animation? Nö. Darum muss man ja dieses Fenster davor haben, damit es nicht auffällt, dass es keine Animation hat. So, und jetzt können wir uns endlich ein Wooden Bed craften. Das hat jetzt auch gar nicht lange gedauert. Ging doch jetzt voll flott. Was wollt ihr denn? So, gute Nacht. Achso, und das hier bauen wir dann ab, wenn Harald wieder aufgestanden ist. Z. Resting. Schön. So, weiter geht's. Ich bin nämlich ein ungeduldiger Mensch und will viele Dinge erleben. Und die erlebt man nicht im Schlaf, meine Freunde. So, ich tausche jetzt erstmal diese beiden Dinge. Tatsächlich möchte ich gerne das Schwert auf der 1 haben. Dann kann das Bett auf die 3. Damit wir nicht immer die Taschenlampe schön schnell... Oh, guck mal, da oben ist noch was drauf. Da oben ist noch was oben drauf. Das würde ich gerne holen. Na, egal. Damit wir nämlich die Taschenlampe schön schnell mit dem Schwert tauschen können. Das könnte ganz interessant und wichtig werden. Zum Beispiel jetzt, wenn so jemand nervt. Huch. So. Okay. OMG. Warum ist es so schnell? Warum kommt es hier nicht hoch? Fragen über Fragen. Hallo? Okay. Das kostet ja auch alles Energie, ne? Huch! Ach, jetzt ist er in meinem Fall reingerannt, oder was? Guck mal, so kommt man hier übrigens oben drauf. So, kann ich das jetzt hier einfach abbauen? Nicht so ganz. Kann ich vielleicht. Ich kann doch bestimmt den Kram nehmen. Mich hier so ein bisschen ranpirschen. Ja, das geht. Ich bin so heldenhaft. Das ist der Wahnsinn. Mist. Jetzt wollte ich das Ding hier noch mitnehmen, wenn wir schon oben drauf sind. Oh.
Mann. Das hat das Spiel natürlich in dem Moment gehangen. Alter. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Hops. Boah. Okay, haben wir es mitgenommen. Sehr schön. Was haben wir bekommen? Leder. Naja. Ist ja wohl besser als nichts, ne? Ja, kommt ihr mal her. Au. Soll ich von so Viechern überhaupt einen Gegentreffer kassieren? Ist halt so unnötig einfach. Living Root. Okay. Nehmen wir mit. Warum nicht? Nehmen wir mit. So. Rope. Da ist eine Rope drin. Sehr schön. Ich glaube, von diesen kleinen kriegt man einfach keine sinnvollen Dinge. Manchmal hat man so kleine Lags drin, leider. Das ist nicht gut, aber im Großen und Ganzen läuft das Spiel äußerst flüssig. So, hi! Hi! Ja, sehr gut. Wieder ein Raw Steak. Klingt lecker. Sounds nasty. Warum jetzt nasty? Ich weiß es nicht. Copperohr. Na, wer sagt das denn? So sagt man es übrigens nicht. Man sagt, wer sagt es denn? Hi. 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 Auch. Ich bin so schlecht. Hi. Und. Hi. Ach, fuck, ich vergesse jedes Mal. Hi. Hi. So, lad erstmal die Energie wieder auf. Ha. Toll. Hi. 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 Sehr schön, aber leider nichts daraus geworden. Reis nehmen wir ein bisschen mit. Sehr schön. Das ist Potato. Das ist auch gut. Good. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, wir bauen uns einfach hoch. So, ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt machen. Aber wir machen das auf jeden Fall irgendwie. Boah, zum Glück ist der so dämlich. Machen wir das denn jetzt? So am besten. Dann können wir rein snipen. Und können sagen, du Opfer, was willst du machen? Ja, und dafür kriegen wir geschenktes Leder. Sind wir nicht nett und fair? Ich denke, nett. Hahaha. Also, sind wir nett? Sind wir punktnett? Könnte man auch sagen. Au, das geschieht uns jetzt recht. Muss man einfach mal so sagen. So. So. Oh, oh, oh. So. Nee, so nicht, wie es aussieht. Aber so. So, jetzt kommen wir hier auch mal weiter. Den ganzen Kram können wir aus dem Weg räumen. Das sollte passen. Das ist Iron Ore, das brauche ich gleich erst anfassen. Denn mit Iron Ore geben wir uns ja nicht ab. Ich hoffe halt, Fleisch macht auch richtig satt in diesem Spiel. Nicht, dass es so ein... Ups, oh fuck, jetzt habe ich keine Energie mehr. Super. Au. Ich wollte jetzt mal ihm entgegenkommen, damit er sich nicht gleich den Abhang hinunterwirft. Das wäre nämlich doof. So, wir müssen jetzt aber kurz was essen eigentlich. Aber ich mache den erstmal platt. Ich glaube, wenn ich den nicht platt mache, dann bringt uns das hier gerade gar nichts. Der eine Kopf ist gerade verschwunden. Okay, alles klar. So, we need food. Potato muss man wieder herhalten, würde ich sagen. Und dann essen wir noch eine Potato.
Und dann können wir eigentlich demnächst mal Fleisch kochen. Einfach um es mal zu probieren. Es geht ja hoffentlich ganz einfach an einem Campfire. Das wäre super. So, dann legen wir hier das Bettchen hin und ruhen uns kurz aus, um uns aufzuladen. Und ja. Und weil wir gerade so lustige Reisefolgen haben, sage ich einfach mal, die Folge geht noch ein bisschen. Ich denke, das ist besser. Denn ich denke mal, es interessiert euch ja auch, was wir hier schaffen, ne? Und ob wir überhaupt was schaffen oder ob wir nur sinnlos durch die Gegend rennen. Wobei ich finde, allein schon mittlerweile, wir haben ja ein bisschen Fleisch bekommen. Ich möchte jetzt hier sehr ungern runterspringen, einfach so, ne? Au. Au. Ich tue es aber einfach trotzdem, wisst ihr? Da bin ich doch gar nicht so. So, und hier haben wir jetzt irgendwas gefunden, wie es aussieht. Oh ja, hier haben wir irgendwas gefunden. Okay. My scans are picking up an unknown radio signal around this electric energy source. I will patch it. Irgendwas. If you have picked up the measure, demons have been an ancient gateway. Please catch and find me. You can power up the gateway with core fragments. Okay. I have scanned a nearby core fragment. They appear on the planet reading says the numbers of clusters deep below the ground near the planet's center. Required fragments 3 von 20. Okay. Die haben wir, glaube ich, bei dieser einen gefunden, ne? Also das hier scheint gar nicht unwichtig zu sein, weil wir können hier auch nichts abbauen. In der Tat. Es geht nicht. Okay. Gut, dass wir diesen Weg mal gegangen sind. Und was ist das jetzt für ein Baum? What the hell is going on? What the hell is going on? Was haben wir hier? Eine Ananas. Carrot. Oh. Beautiful. Was sind das für Bäume? Ich möchte sie haben. Ich fäll die jetzt gerade mal, auch wenn es mir leid tut. Ich hoffe, es wird hier noch ein paar weitere geben. Aber ich möchte gerne ein paar Setzlinge von diesen lustig farbigen Bäumchen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Also, Core Fragments brauchen wir jetzt. Das ist die neue Quest. Ich glaube, wir haben von beiden Sorten jetzt ein bisschen was bekommen, ne? An Seeds. Oh, ein neuer Gegnertyp. Den wir mal mit unserer neuen Waffe begrüßen. Ich glaube, ich muss bald mal die Aufnahme pausieren, denn so viel wie das gerade ruckelt, klingt es ein bisschen nach, ich bin Fraps und die Festplatte läuft bald voll. Raw Steak, sehr schön. Also essensmäßig läuft's auf jeden Fall. Oh Gott, was bist denn du? Huch, das wollte ich gar nicht. Na gut, jetzt haben wir es getan. Hi. Okay, der ist nett. Dann bin ich auch nett. Hi. Nicht, dass es jetzt von jeder Spezies auch unterschiedliche Typen gibt. So, der eine ist aggro, der andere nicht so. Das wäre fies. Und ich habe immer noch Angst, denn ich weiß, dass es in älteren Starbound-Versionen zumindest auch Monster gab. Also so richtige Endboss-mäßige Monster. Und bevor wir uns diese Ruine hier anschauen, beende ich die Folge und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Starbound. Tschüss.